Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zurück zum Saisonfinale meiner ersten Saison hier bei Football Manager 24 Console Edition. Es wird unglaublich spannend. Es ist ein Dreikampf um den Aufstieg in die Bundesliga. Und wir haben ja aktuell die schlechtesten, aber dennoch ganz okay Karten. Wir stehen auf Platz 4, haben aber das zweitbeste Torverhältnis und auch nur ja, ein Punkt Rückstand auf Pauli, drei Punkte Rückstand auf Schalke. Es sind noch drei Spiele. Dortmund ist für die Europa League qualifiziert. Und ja, Yannick Huth nimmt wieder leichtes Training auf. Verletzungsbericht. Wir spielen erstmal gegen Hannover. Wir müssen jetzt natürlich jedes Spiel noch gewinnen, dass wir nicht noch weitere Punkte liegen lassen. So, wir könnten uns ja auch mal mit den Verpflichtungen beschäftigen. Aber ich möchte jetzt volle Konzentration auf den Aufstieg. Wir müssen ja auch wissen, in welcher Liga wir nächstes Jahr spielen. Dann können wir, wenn wir aufsteigen sollten, dann bräuchten wir sicher Verstärkung. Ansonsten sollten wir eher aufpassen, dass wir nicht weiter rote Zahlen schreiben. Hamburg gegen St. Pauli. Ich hoffe mal, dass der HSV nicht ausgerechnet das Spiel jetzt noch verkackt. Wir können den HSV sowieso nicht mehr einholen. Deswegen bitte einen Sieg für den HSV. Und den kriegen wir auch 1-0. Kaiserslautern verliert 0-1 gegen Magdeburg. Magdeburg mittlerweile auch auf Platz 10 schon. So, jetzt haben wir natürlich den Matchball, was heißt Matchball? Wir können jetzt ordentlich punkten, wir können aus eigener Kraft den FC St. Pauli überholen. Aber als unterklassige Mannschaft verliert man natürlich häufig die Relegation, deswegen sollte auch auf Platz 2 schielen. Hünemeyer schlägt wegen Zuspitzung des Qualifikations-Showdowns eine Mannschaftssitzung vor, um den Spielern von dem nächsten Spieltag einige aufbauende Worte mit auf den Weg zu geben, da es von großer Bedeutung ist. Ich denke, wir sollten uns auf unsere zuletzt gute Form konzentrieren und das positive Gefühl stärken, das derzeit im Club vorherrscht. Ja, wir haben die letzten 4 Spiele gewonnen. Ein Sieg hier würde unseren Hoffnungen auf die Playoffs, ne? Und nicht nur in die Playoffs. Ein Sieg hier würde unseren Hoffnungen auf die Playoffs enorm Schub verleihen. Haut alles raus. Ja, die reden jetzt nur von den Playoffs. 22 Spieler haben der Ansprache wirklich Glauben geschenkt und nur Boving war von der Ansprache nicht inspiriert. Aber ja, er wird nochmal spielen müssen, weil Huth ja wahrscheinlich nicht spielen wird. Kolas Trainingsbericht. Diese Pfeile hier. Zeigen die eigentlich, das sind immer so die Entwicklungen. Ist das nur wegen aktueller Form oder wegen genereller Entwicklung? Hat er sich, weil er hat sich ja angeblich nicht verbessert, zeigt aber dennoch nach oben. Ich habe nämlich gesehen, ausgerechnet bei Max Kruse, wo ich mal diese Werte gecheckt habe, zeigten viele Pfeile nach oben. Wo ich denke, ein 35-Jähriger wird sich ja jetzt nicht großartig entwickeln. Und bei diesem jungen Harun Bahadir, die hatte ich mal reingeguckt, da zeigten einige Pfeile nach unten. Ist das nur die aktuelle Form? Oder, was steht da? Gerade irgendeine Schrift. Na naja, egal, ich weiß nicht. Ist das, ich dachte, das wäre so die generelle Entwicklung. Aber Kurda hat keine Fortschritte gemacht, obwohl er sich hier in der zweiten Liga festgespielt hat. Egal, darauf wollen wir uns jetzt nicht konzentrieren. Wir wollen hoffen, dass Schalke jetzt auch Punkte liegen lässt. Wir müssen auf Osnabrück hoffen. Düsseldorf wird uns eh nicht mehr einholen können. Leipzig mit einer Leistenverhärtung fällt für ein bis drei Tage aus. Hoffen, dass Muslia gegen Hannover seinen Ex-Club wieder mitspielen kann. Da würde ich dann auch das Risiko eingehen, ihn zu bringen. So, Düsseldorf gewinnt 2-0 gegen Nürnberg. Das kann uns egal sein. Fürth verliert 0-1 gegen Braunschweig. Rostock gewinnt 4-1 gegen Karlsruhe. Und Schalke spielt 1-1 gegen Osnabrück. Sehr schön. Auch Osnabrück liefert Schützenhilfe. Damit können wir bis auf einen Punkt an Schalke heranrücken. So, wir müssen jetzt natürlich unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen gegen Hannover gewinnen, die hier wettquotentechnisch Favorit sind. So, Müller kann spielen, Heuer kann spielen, Leipertz könnte auch spielen. Muslia kann auch spielen, auch wenn Muslia angeschlagen ist. Okay, er wird hier noch nicht mal als angeschlagen angezeigt, nur Leipertz wird als angeschlagen angezeigt. Und Yannick Huth könnte auch schon wieder spielen. Ja, kommt der Huth auch wieder ins Tor. Der Boving war auch der Einzige, der nicht inspiriert sich fühlte. So, Huth zurück ins Tor. Und Boving, und dann geht der Schulz raus. Ja, den Leipertz lasse ich dann raus, draußen, auch wenn er ja gute letzte Partien gespielt hat, aber wenn er angeschlagen ist, möchte ich da nichts riskieren. Müller kann wieder mitspielen. Ich lasse jetzt aber erstmal die Abwehr so. Ist hier noch irgendwer anders wieder am Start, der vielleicht in den Kader rücken sollte? Grimaldi ist immer noch nicht ganz fit, aber er hat im letzten Spiel wieder getroffen, deswegen muss ich ihn als Joker in Betracht ziehen. Ja, machen wir es so. Der Kader wirkt stimmig. Wir spielen gegen Hannover. Die wollen auch nochmal, ich glaube, aufsteigen können die nicht mehr. Ich glaube, die Relegation dürfte für Hannover nicht mehr möglich sein. Danny Martin, Muslia macht einen müden Eindruck. Ja, er hatte in den letzten Spielen aber ständig getroffen, ganz viele wichtige Tore geschossen. Marie sagt, Conte in der Startelf ist immer gut. Los geht's. Oh, Stadion sieht so einigermaßen gefüllt aus.
Wir spielen in Hustenbonbon in Blau, Babyblau, wenn man so möchte. Wir müssen punkten. Die Konkurrenz hat gepatzt, dann dürfen wir es ihnen nicht gleich tun. Jetzt ein Eckball für die Gastgeber Hannover 96 und Janik packt sie dazu. Werden in diesem Part noch alle drei Spiele präsentieren. Ob es dann noch eine Relegation geben wird, werden wir sehen. Die gibt es dann eventuell beim nächsten Mal. Janik Huth mit dem Abschlag. Und da ist der Ball wieder weg, aber zurück bei Brackmann. Auch eine der Entdeckungen der Saison. Zombie Kai Klefisch, bei ihm droht immer noch eine Gelbsperre. Das ist schon seit Wochen so. Kurda, angeblich hat er sich nicht verbessert. Aber der ist Muslia und der zeigt, warum ich ihn auf ihn rein. Moment, das Saisontor, da muss aber nicht viel für laufen. Der trifft einfach, der macht zwei Schritte und haut ihn einfach rein. Der hat in den letzten Wochen jedes Spiel getroffen. Muslia mit dem neuen Saisontor. Ich glaube, wir haben noch keinen in einer zweistelligen Anzahl an Treffern. Aber wir haben irgendwie eine ganze Hand oder zwei Hände voll Spieler, die schon 7, 8 Tore geschossen haben. Oder jetzt 9. Mit Muslia. Also wir sind schwer auszurechnen, wir haben sehr viele verschiedene Torschützen. Muslia bringt uns in Führung. Kurda mit dem Assist. Und aktuell stehen wir auf Platz 3 und sind bis auf einen Zähler am FC Schalke 04 dran. Hannover steht im Niemandsland. So kurz vor dem Saisonende. Weiß ich nicht, ob für die überhaupt noch groß was geht. Das wäre der 5. Sieg in Serie. Man hat ja von einer kleinen Krise schon fast gesprochen. Jetzt hier Conte. Und da laut rein und da weiß auch wieder, wo das Tor steht. Das in dem letztes Mal von Nürnberg 1 vorgelegt wurde. Jetzt haut er ihn rein, 2:0. Und auch Conte hier wieder der Vater des Erfolgs. Und dafür haben wir schon 2:0. Conte mit einem Assist. Und es läuft ja wie am Schnürchen. Man dachte, wir, uns geht die Puste aus. Und jetzt ein Sieg nach dem anderen. Werden wir das Spiel auch gewinnen. Gegen Zombie auch schön den Ball abgelaufen. Gelson Dala auch schon 6 Saisontore und Conte die schnellste Maus von Mexiko oder von Paderborn zumindest. Jetzt macht er wieder Dampf und bringt den Ball rein und Dala und Muslia mit dem 3:0. Der Ex-Hannoveraner trifft hier schon wieder gegen seinen Ex-Club und jubelt auch gegen seinen Ex-Club. Wir führen 3:0, jeder Schuss drin hier. Und Muslia, ja, warum habe ich ihn wohl aufgestellt? Er macht es dann doch zweistellig, der Erste mit einer zweistelligen Anzahl an Treffern. Und Dala auch wieder mit der Torbeteiligung. Und wir haben noch nicht genug. Tordifferenz kann natürlich auch ein Faktor sein. Klefisch mit der Kopfball und da Weinkauf. Auch mal mit einer Parade. Dala mit 2 Torbeteiligungen, Muslia mit 2 Treffern. Es läuft perfekt. Es gibt ein Lob. Und hier sind noch 50 Minuten zu spielen. Beim nächsten Mal spielen wir gegen den HSV. Da müssen wir wissen, dass wir da. Ja, das ist da natürlich maximal schwer. Und auch wenn Hamburg schon sicher aufgestiegen sein dürfte. Weiß ich, ob die Relegation noch möglich ist. Ich glaube nicht. Hamburg müsste aufgestiegen sein hier und heute. Den Sieg und die Konkurrenz gepanzt hat. So, Hannover möchte noch mal kurz vor dem Halbzeitpfiff wenigstens das erste Tor erzielen. Und Uroya, das wird gefährlich. Da ist der Ball auch drin. Nicolo Tresoldi, 15. Tor schon. Der Mann weiß, wo das Tor steht. Und bringt Hannover ins Spiel zurück. Kurz vor der Halbzeit. Also Leute, das Spiel ist noch nicht vorbei. Dass sie jetzt noch das 2:3 schießen. Machen wir lieber das 4:1. Da haben wir den Ball auch direkt zurück. Die Trikots gefallen mir auch sehr. Sehr schön, sehr schick. Conte, der macht weiter Dampf. Unser Freund Hans Dampf hier auf Kurda. Musio. Den Zombie, Bilvia. Auch schon 7 oder 8 Tore geschossen. Den Zombie auch immer für den Treffer gut. Klefisch. Suchen wir die Lücke. Muslia, er möchte hier den Rücken rein, ein Hattrick, den Sonnen, Dala, da ist Muslia und nochmal Dala und nochmal Dala und Dala macht den Schritt und Dala schießt vorbei, das wäre fast das 4:1 gewesen, das war aber ein ganz starker Spielzug, es gibt nochmal Eckball, eine Sache für Muslia, gut, dass ich mit ihm verlängern konnte und jetzt ein Dala, der hat auch wieder Blut geleckt und sehr laut Conte hat auch schon länger nicht mehr gekommen, da ist schon wieder Muslia, Muslia und das war Abseits. Was für eine erste Halbzeit hier schon. 12 Torschüsse, 60% Ballbesitz. Mit 3 Minuten Nachspielzeit. Klefisch sieht gelb. Vielleicht noch mal eine Chance. Okay. Ackelmann. So, in 10 Sekunden ist die Nachspielzeit vorbei. Die müssen ja auch viele Tore gefallen. Ich kann nicht verstehen, warum man Zeit nachspielen. Das muss so Kurda auf Muslia. Der ist überall. Und ich dachte, da kommt sogar bei dem Zombie. Dessen Distanzschüsse sind auch immer zu fürchten. Also
also vom Gegner zu fürchten. Und Klefisch haut hier rein, zweites Saisontor, auch Klefisch mit dem zweiten Saisontor. Da machen wir nochmal das 4:1. Was für eine erste Halbzeit, ein blitzsauberes Tor. 4 Tore in einer Halbzeit. Wir zeigen Geduld und wir führen hier 4:1. Was für eine Leistung. Auf den anderen Plätzen, ja, die Spiele sind irrelevant. Wir würden St. Pauli deutlich überholen. Unglaubliche erste Halbzeit. Ich bin begeistert. Eine bessere erste Hälfte ist wohl kaum möglich, außer wenn man mal den Gegentreffer ausklappert. Gute Arbeit bisher, aber 4 Tore in einer Halbzeit schießen. Das ist schon unglaublich. Aber es sind noch 45 Minuten zu spielen. Hannover hat gezeigt, dass sie auch Moral zeigen können. Und an den Pfosten und Conte mit dem Nachschuss, aber Esse hat den Fuß dazwischen. Korda, nochmal Conte. Nochmal Korda, Klefisch. Im Spiel schafft man vielleicht auch den angeschlagenen Leuten ein bisschen Ruhe. Dann nochmal gönnen vor dem Spiel gegen den HSV. Ja, Muslia wirkt nämlich jetzt schon erschöpft. Ich lasse ihn mal noch 10 Minuten spielen. Ich wechsle ungern vor der 60. Minute. Gilt auch hier und heute. Das gehört einfach so ein bisschen zu meinem Style. Aber in der 60. werde ich ihn dann rausnehmen. T auch sehr aktiv hier heute. Und Kim Zombie, der Raster, der holt sich mal die langen Rebounds quasi. Und Bilbia auch schon rein. Philipp Bilbia auch schon mit dem 9. Saisontor. Und Kim Zombie mit dem 2. Assist. 5:1. Den Karlsruher SC erst so abgefertigt. Jetzt fertigen wir auch Hannover 96 ab. Ich frage mich ja schon fast, wie wir auf einmal wieder eine starke Form haben können. Ja, aber das ist natürlich unsere sehr gute Arbeit hier. So, Niklas Natsch, der hatte zwischenzeitlich auch mal 5 Tore geschossen. Der kommt jetzt rein. Den Kruse, den haben wir auch gar nicht mehr dabei. Aber das hat er sich ja selbst zuzuschreiben. So, und dann der Klefisch hat schon gelb. Für ihn kommt Hansen rein. Beiden Wechsel. Erstmal vor, das Spiel dürfte ja schon fast entschieden sein. Dann wechseln wir auch nochmal. Kommt einfach mal Heuer für Slio rein. Dann Essequem kommt mal wieder rein für Brackelmann. Dann wechseln wir das mal auf 19:6 Torschussverhältnis. Das war ein Statement hier. Noch ein letztes Mal gewechselt. Dann kommt Grimaldi für Dala. Gucken, ob der Grimaldi auch noch ein Tor auf Lager hat. Auf Zielspieler umgestellt. Hätte ich eigentlich noch ein paar junge Leute noch in den Kader nehmen können. Die hätten jetzt Spielpraxis kriegen können. Aber gut, damit rechnet man ja auch nicht, dass man Hannover hier so abfertigt. Das Spiel ist noch nicht vorbei, aber ich denke, es dürften jetzt sichere 3 Punkte sein. Der hat auch noch Bock, dass wir heute auch mal durchspielen. Korda. Wird das der dritte Aufstieg des SC Paderborn? Hansen und Lewis geht dazwischen. Ernst schickt hier Tresoldi, der will Torschützenkönig werden und trifft nicht. Fast sein 16. Saisontor. Die Hannoveraner Fans verlassen schon das Stadion. Es gibt hier von mir natürlich noch ein dickes Lob. Hätte ich eigentlich noch heute viel öfters machen müssen. Ein Spieler besser als der andere. Wer war jetzt hier der Mann des Spiels? War es Kim Zombi? War es Muslia? Gelson Dala war auch gut. 3 Minuten Nachspielzeit. Wird das schon wieder ein 5:1. Das zweite 5:1 innerhalb weniger Wochen. Ja, wir gewinnen auch gegen Hannover 5:1. Sehr gute Note bei Muslia, bei Kim Zombie, bei Conte. Conte hat hier die beste Note bekommen, ist auch der Mann des Spiels. Ein Tor vorbereitet, stets aktiv. 2 Vorlagen von Kim Zombie, 2 Tore von Muslia. Und ich bin absolut begeistert, ein deutlicherer Sieg ist wohl kaum möglich. Wir sehen, Elversberg verliert 0:1 gegen Hertha, Wiesbaden gewinnt 2:1 gegen Kiel. Damit ist der HSV aufgestiegen. Ja, dann können sie sich jetzt mal richtig abschießen und gegen uns, wenn sie gegen uns beim nächsten Spiel, am nächsten Spieltag spielen, sind sie vielleicht noch betrunken. Wir haben 2 Punkte Vorsprung vor St. Pauli, 1 Punkt Rückstand auf Schalke. Luca Braun-Schumacher ist stolz. Karlsruhe steht auf Platz 16, Elversberg. Ja, Nürnberg ist abgestiegen.
im Abstiegsrennen. Ansonsten Elversberg 32, Karlsruhe 33, Osnabrück 33, Fürth 35, Rostock 36. Der dritte gegen den ersten Gipfeltreffen. Ich bekomme wieder eine 1+. Wir haben jetzt nach einer Schwächeperiode die letzten 5 Spiele alle gewonnen. Das muss man auch erstmal so schaffen. Muslia jetzt der beste Torschütze. Gucken mal in die Bundesliga, ob es da erstmal den Posteingang abgrasen hier. Conte in sehr guter Verfassung. Spieler der Woche. Muslias starke Form sollte verbleiben. Kosovo-Kader sichern. Klefisch hat jetzt seine 5. gelbe Karte erhalten. Er fehlt gegen den HSV. Da wird dann wohl Hansen. Oh je, yeah, die halbe Mannschaft der Woche. Conte, Muslia, Dala und Kinzombi. Und auch Kinzombis Bruder ist auch dabei. Ja, das ist doch schön. Bahadir mit einer Verhärtung der Oberschenkelvorderseite. Er fällt 1 bis 2 Tage aus. Gucken dann auch mal in die erste Liga, wie da der Stand ist. Die dritte Liga kann ich mir nicht anzeigen lassen. Unsere zweite Mannschaft kann ich mir auch nicht anzeigen lassen. So, führt hier der Weg in die Bundesliga. Hinweis und Tipps: Es gibt eine Fülle von Spielerrollen, die kleinste Veränderung, abhängig von der Aufgabe, mit der sie verbunden ist, mit sich bringt. Achten Sie genau auf die Informationen zu den entsprechenden Aufgaben, da diese die Leistung des Spielers entsprechend beeinflusst. Ja, die Ladezeit ist gerade wieder etwas länger. So, Scouting, man sollte eigentlich jetzt schon für die kommende Saison planen, aber dafür muss ich erstmal wissen, in welcher Liga wir spielen. Deswegen konzentriere ich mich jetzt voll darauf. Jugendspielerkandidaten bewertet. Friedel Schön, der Name ist auch richtig schön, der hat auch bis zu 4 Sterne Potenzial. Er bekommt einen Vertrag angeboten als großes Talent. So, der Minderjährige muss jetzt hier selber verhandeln. 400 Euro pro Woche, das ist okay. 2 Jahre hätte ich ihm eigentlich auch noch mehr bieten können. Crosse, 3,5 Sterne, ist da Potenzial vorhanden. Der ist auch erst 15 Jahre alt. In dem Alter sind die ja meist, also von 13 bis 15, meist relativ unausstehlich, die Jugendlichen. Aber hier, wenn er mit mir spricht, dann ist er natürlich ganz vernünftig. Wir da nicht mit den Eltern reden oder mit den Beratern. Das wundert mich, er kriegt auch 3 Jahre. Das heißt auch, er kriegt 3 Jahre. Auch hier große Talente. Wo haben wir die denn alle eigentlich her? Hier, er hat auch bis zu 4 Sterne Potenzial. Henry Fatay, der hat schon einen eigenen Berater. Der kriegt 3 Jahre. So, das sind ja Peanuts, die wir da zahlen. Längert, das sind Top-Talente. So viele Top-Talente hier an uns. Aber gut, nicht aus jedem Top-Talent wird was. Lennart Angerbauer kriegt auch hier direkt, nicht nur ein Jahr, der 550 Euro. Der will nur 2 Jahre maximal. Gut, kriegt er. So, und Ilunga 15 Jahre. Auch 4,5 Sterne Potenzial. Heißt ja nicht, dass er das auch kriegen wird, aber es könnte möglich sein. Er hat auch schon einen Berater. Warum hat der eine jetzt 500 so viel Euro bekommen? So, gute Talente mit bis zu 3 Sternen, die kriegen von mir auch alle. Ja, muss ich denen hier allen Verträge. Ich könnte es auch und auch den Sportdirektor bitten. Alle, die hier mindestens 3 Sterne haben, die kriegen das. Muss ich jetzt alles selber machen. Kriegen auch dann teilweise dasselbe Geld. Noch sind sie ja auf einem ähnlichen Niveau. So, selbst ist der Mann hier, Hartmann. Ich mir auch mal die Namen merke. Hier Blair, Mason. Nachwuchsspieler. Oh, er will nur 65 Euro Jugendvertrag. Wie jung ist er denn? 65 Euro pro Woche. Kann man sich ja gerade mal ein PlayStation-Spiel von kaufen. Ja, dann will der Berater auch noch die Hand aufmachen. So, wie alt ist er denn noch jünger? Der ist auch erst 15. Naja, egal. So, der Herr Sadowski. Auch einen Jugendvertrag, 65 Euro pro Woche. Vielleicht ist da doch noch irgendwie irgendeine Altersgrenze. Die anderen sind vielleicht schon ein paar Monate älter. Keine Ahnung. Aman Tahiri, auch 65 Euro. Das zahle ich ja aus der Portokasse. So, alle, die hier 3 Sterne als Potenzial haben, kriegen hier was geboten. Das ist jetzt hier ein Vollzeitjob. Vielleicht haben die einen oder anderen noch die einen mehr, die anderen weniger. Schulstress. Anständige Talente. Das ist ein anständiger Junge. Ich kenne ihn jahrelang. So, jetzt der 33. Spieltag. Ich wollte allerdings noch in die Bundesliga gucken. Ich glaube, das wird hier und heute ein längeres Video.
Bundesliga-News, nicht Zweitliga-News. Zweite Bundesliga, DFB-Pokal. Jetzt über Umwege im DFB-Pokal hier die Bayern suchen, das ist immer umständlich. Darüber wird jetzt die Bundesliga finden. So, was ist denn in der Bundesliga los gewesen? Union verliert 0-1 gegen Bochum, Köln verliert 0-1 gegen Freiburg, Dortmund gewinnt 3-1 gegen Augsburg, Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Leverkusen, Heidenheim verliert 1-2 gegen Mainz, Wolfsburg gewinnt 3-2 gegen Darmstadt, Stuttgart verliert 0-1 gegen Bayern, Bremen verliert 0-1 gegen Gladbach und Hoffenheim spielt 2-2 gegen Leipzig. Damit ist Bayern München deutscher Meister. Dahinter Leipzig, Wolfsburg, BVB. Leipzig ist schon sicher in der Champions League. Ich weiß ja nicht, ob das Champions League Quali ist oder Champions League generell. Müssen der dritte und der vierte in die Champions League Quali? Ich weiß es nicht. Dortmund und Wolfsburg sind auf jeden Fall schon mal in der Euroleague und Leverkusen ist schon mal in der Conference League. Sind die hier von 5, 6, 7, die sind alle in der Conference League Quali oder was heißt das? Keine Ahnung, folge ich zu wenig in der Realität. Leverkusen, Freiburg und Stuttgart auf jeden Fall auf den internationalen Rängen da. Mainz auf dem Relegationsplatz, Heidenheim ist bereits abgestiegen, Bochum und Mainz sind punktgleich davor, Köln, Augsburg, Hoffenheim, Union. So, Magdeburg spielt 0-0 gegen Greuther Fürth, St. Pauli gewinnt 3-0 gegen Osnabrück. Osnabrück fällt auf Platz 16. Steht das eigentlich da nicht angezeigt, dass Nürnberg schon abgestiegen ist? Egal, wir konzentrieren uns jetzt auf uns selber. Und St. Pauli gewinnt 3-0 gegen Osnabrück. Das setzt uns unter Druck, weil wir wieder auf Platz 4 stehen. Schalke spielt gegen Rostock. Da hoffen wir mal auf Schützenhilfe. Kein Zombie mit der Knöchelprellung fällt 1 bis 3 Tage aus. Ich schicke ihn mal zum Physio. Gerade nach seiner starken Leistung im letzten Spiel würde ich ihn dann aber trotzdem spielen lassen gegen Hamburg. Wir müssen dann ein Risiko gehen. Ein Aufstieg ist nicht, kriegt man hier einfach so. Schalke gewinnt 1-0 gegen Rostock. Das ist schade. Düsseldorf gewinnt 4-1, verliert 4-1 gegen Kiel, damit ja, Platz 4 ist uns auch schon mal nicht mehr zu nehmen. Nürnberg spielt 1-1 gegen Elversberg, Elversberg klettert auf Platz 15. Schalke gewinnt 1-0 gegen Hansa und Karlsruhe verliert 0-2 gegen Hannover. Die beiden Clubs, die gegen uns 5-1 verloren haben, Hannover hat den Sieg geholt. So, wir brauchen einen Punkt, da würden wir an St. Pauli vorbeiziehen. Wir wollen aber auch an Schalke dranbleiben. Nächste Woche spielen wir gegen Rostock, die stehen auf 14. Jetzt gegen den HSV wird es natürlich nicht leicht. Der HSV ist das Maß der Dinge. Die sind auch auswärts hier wettquotentechnisch der Favorit. Steffen Baumgart ist beeindruckt. Und Florian Musli, ausgerechnet er, fühlt sich von Baumgarts Lob unter Druck gesetzt. Das ist ja Quatsch. Brückner, Daniel Brückner, eine weitere Paderborner Legende. Er stellt die Gefahr durch Glatzel heraus. Das ist ja eine sehr detaillierte Expertenanalyse, dass der Robert Glatzel gefährlich ist. Habe ich bisher noch nicht von gehört. So, Bilbia und Walter vor Wiedersehen in der Home Deluxe Arena. Nachdem der HSV beim letzten Mal gewonnen hat, sind sie sicher auf eine Revanche aus. Da denke ich jetzt nicht in erster Linie dran. Ich denke eher daran, dass wir generell punkten, um hier den Aufstieg erreichen zu können. So, die Spieler können es nicht erwarten, sich zu revanchieren. Das sage ich einfach mal. Natürlich, wir wollen das Spiel gewinnen. Aber an das Hinspiel denkt man da gar nicht so unbedingt. Kein Fortschritt bei Brakelmann, auch hier, obwohl er ja jede Woche spielt. Das ist eigentlich auch Quatsch. So, unsere Reserve besiegt Hannovers Reserve. Unsere Reserve steht auf Platz 7, das ist ganz gut. Kein Zombie kann wieder spielen, Leipertz kann spielen, Badir Muslia. So, wir spielen gegen den HSV. Klefisch rot gesperrt, der hat doch 5 gelbe. Die rote Karte ist eigentlich fehl am Platz. Kein Zombie ist angeschlagen. Also für Klefisch kommt auf jeden Fall Hansen rein. Kein Zombie, ja, ich weiß nicht, sollen wir das Risiko gehen? Nee, wir gehen das Risiko nicht. Rohr ist ja auch ein ehemaliger Hamburger. Rohr geht dann auf die 6. Und Müller kommt in die Innenverteidigung zu Musliu. Dann spielen wir mit Rohr und Hansen im Mittelfeld für Kinzombi und Klefisch. Na, wir haben genug Alternativen. Dann hoffe ich lieber, dass Kinzombi für das Duell mit seinem Bruder am 34. Spieltag topfit wieder ist. Robert Leipertz geht auf die Bank. Und geht noch auf die Bank. Einige junge Leute, die ich jetzt hier nicht fördern konnte. Aber es geht ja hier um den Aufstieg in die Bundesliga.
Sebastian Klaas auch mal auf die Bank. Ist auch ein bisschen kurz gekommen in letzter Zeit. Aber ja, bei unserer Offensive, wir schießen so viele Tore, verschiedene Leute. Da muss manch einer auch zurückstecken, was die eigene Spielzeit angeht. So, Hansen fehlt es an Spielpraxis. Ja, er muss trotzdem spielen. Und jetzt das große Spiel gegen den HSV. Können wir dem HSV was abbringen? Das erste Spiel, seitdem der HSV offiziell aufgestiegen ist. Heuer Fernandes, ehemaliger Paderborner. Schonlau, Paderborner Jung. Raab ist auch dabei. Nicht der Stefan, aber der Matteo. So, Glatzel. Rohr in der Startelf ist immer gut, sagt der Herr Lindo Kule Majola. Team Masaku sagt, auf geht's zum Sieg. Und wir spielen gegen den HSV. Das letzte Heimspiel der Saison. Es sei denn, es kommt noch ein weiteres in der etwaigen Relegation. Jetzt hier. Was wird das? Wird hier jemand... Ist das hier schon die Auszeichnung zur Meisterschale oder was? Wird der HSV hier schon gekürt? Was ist das jetzt hier? Ja, da bin ich auch mit dabei. Der deutsche Meister wird ausgezeichnet. Offenbar, ja. Ich hoffe, das hat sie noch ein bisschen geschmeichelt und sie sind uns dann ein bisschen wohlgesonnen. Wir brauchen hier unbedingt 3 Punkte. Ein Punkt würde zumindest reichen, um den Relegationsplatz einzunehmen. Hier passiert erstmal nichts in den ersten 15 Minuten. Soll uns erstmal recht sein. Erstmal vorsichtig sein. Im Zweifel ist auch ein Punkt hier sehr viel wert. Weil wenn wir hier nicht gewinnen, dann dürften wir Schalke nicht mehr einholen können wahrscheinlich. Oder ich weiß es nicht. Und jetzt gibt es hier eine Szene zu sehen. Müller heute wieder mit der Binde. Rohr im Mittelfeld, ehemaliger Hamburger. Auch Bilbia, ehemaliger Hamburger. Bilbia, da wird Conte geschickt. Der Spieler das letzte Spiel und Gelsenthaler scheitert. Scheitert, das war eine dicke Chance. Aber eine gute Szene. So, anfeuern, anfeuern, anfeuern. Eine Stunde rum, das war bisher die einzig zeigenswerte Szene in dieser Partie. Werden schon die Weichen für den Aufstieg festgestellt. Nein, nein, am 34. Spieltag wird es auf jeden Fall um die Wurst gehen, egal wie es hier und heute ausgeht. Aber gegen diese starke Mannschaft zeigen wir uns, präsentieren wir uns ebenbürtig. 0:0, es ist nicht allzu viel passiert. Ich bin durchaus zufrieden, ich bin stolz auf die bisherige Leistung von euch allen. Macht weiter so, wir können das gewinnen. Hier ist auf jeden Fall ein Sieg möglich. Dreifacher Wechsel beim HSV. Geben vielleicht auch noch ein paar anderen Leuten hier Spielpraxis oder die Konzentration ist nicht mehr so hoch beim HSV. Vielleicht ist der Druck auch nicht mehr so hoch. Das, ja, man weiß nicht, in welche Richtung das ausschlaggebend ist. Nun haben jetzt Benes, Dompe. Was machen die Rothosen jetzt hier? Haya, Unheim. Der Ball hin und her geschoben, sie suchen die Lücke. Oh, guter Pass auf Nemeth und Janik Huth mit der Parade. Es könnte, ah, es gibt Abschluss. Es gibt Eckball. So, und dann bereite ich jetzt mal die ersten Wechsel vor. Das ist gut auch dafür, dass wir jetzt mit einem ganz anderen Zentrum spielen. So, ich könnte mal Leipertz bringen. Der macht ja meist richtig Dampf von der Bank. Der kommt für Bilbia. Und tauscht dann auch mal die Seiten mit Conte. Und Leipertz spielen beide lieber rechts. Ich lasse den Conte jetzt mal links spielen. Außerdem wechsle ich und bringe, weiß nicht, bringe Grimaldi für Gelsenthaler. Grimaldi, das soll auch einen Zielspieler drin haben. So eine halbe Stunde ist hier noch zu spielen. Jetzt zur Not müssen wir den Punkt mitnehmen gegen den HSV. Wäre das auch keine Selbstverständlichkeit. Es bleibt umkämpft. So, wir wechseln dann nochmal. Kommt Obermeier für Kurda. Den Muslia möchte ich jetzt eigentlich nicht rausnehmen. Wer kann denn hier auch defensives Mittelfeld spielen? Herr Heuer kann das nicht so gut. Oh, halt, stopp. Halt, stopp. So, nochmal. Obermeier kommt für Kurda. Ich würde jetzt eigentlich nicht unbedingt den Schuster bringen. Aber doch, dann kommt der Schuster für Hansen. Das vierte Sechser haben wir ja sonst nicht so.
80 Minuten noch. Also jetzt wird der Schuster noch mal gefordert. Kriegen wir noch eine Torchance. Da ist Musiala mal noch drin. Dann hat er noch einen genialen Moment. Brakelmann hat gelb, für ihn kommt Essequem rein. So, damit haben wir fünfmal gewechselt. Viertelstündchen noch. Hamburg jetzt noch besser. Ich feuere die Mannschaft nochmal an. Die letzten 10 Minuten laufen 3:7 das Torschussverhältnis. In der zweiten Hälfte haben wir nicht mehr viel gezeigt. Aber es wäre auch ein wichtiger Punkt, wenn wir hier gegen das Maß der Dinge ein Unentschieden holen würden. 4 Minuten Nachspielzeit laufen. Es ist nicht mehr viel passiert und es passiert auch hier nicht mehr viel. Und wir spielen 0:0 gegen den HSV. Damit müssen wir jetzt erstmal zufrieden sein. Aber Schalke könnten wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr einholen. Ich weiß es nicht genau. Jannik Huth, der beste Mann. 0:0. Kein Gegentor kassiert gegen die beste Mannschaft der Liga. Ein Punkt geholt. Ich bin zufrieden. Ich fühle mit euch allen. Es war einer dieser Tage. Wir sind zumindest auf Platz 3, haben es jetzt selbst in der Hand, in die Relegation zu gehen. Und auch Schalke können wir noch einholen. 3 Punkte Rückstand. Braunschweig gewinnt 3:2 gegen Wiesbaden. Hertha gewinnt 2:0 gegen Kaiserslautern. Ja, Merlin Geiger sagt, sie hatten mehr Anspruch auf Spektakel. So, Hamburg ist ja sowieso durch. Und am letzten Spieltag gegen den Tabellen-14. Rostock geht es um alles. Es geht um alles. So, bekommen immer noch hier die Note 1 plus. Wir haben 2 Tore weniger als Schalke. Also wenn wir gewinnen und Schalke verlieren, die Schalker verlieren, dann dürften wir die noch einholen. Dann dürften wir die Tordifferenz ja auch egalisieren. Wir sind punktgleich mit St. Pauli, haben aber 10 Punkte mehr auf der Habenseite. Also wenn wir gewinnen, ist uns der Relegationsplatz nicht mehr zu nehmen. Und wer ist da ein potenzieller Gegner? Das müssen wir jetzt auch noch natürlich im Auge behalten. So, das Stadion war nochmal ausverkauft. Es ist durchaus realistisch, dass da jetzt noch ein weiteres Spiel in der Relegation folgen wird. So, das wird jetzt ein richtig langes Video. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Das große Ende, das große Foto-Finish folgt erst noch. Ich hoffe, dass jetzt noch alle gesund bleiben für das Spiel in Rostock. Schön, unterschreibt einen Jugendvertrag. Sadowski auch, Mason auch, Kern auch, Badmatz auch, Agerbauer auch, Rosse auch, Ilunga, Tahiri, Fatai, Barth, alle unterschreiben Verträge, oder haben wir jetzt alle unterschrieben, oder? So, dann gucken wir hier noch ein bisschen Post. Platte mit der Fußprellung fällt 1 bis 2 Tage aus. Probeverträge der Jugendspielerkandidaten laufen aus und die haben auch in meinen Augen alle nicht genug Potenzial. Deswegen werde ich sie auch nicht behalten. Ich glaube, unsere zweite Mannschaft braucht dann auch keine neuen. So, der Nachwuchs wurde vorgestellt. Dann dürfte ja auch für Nachwuchs gesorgt sein. Die Probetrainings enden. Hünemeyer schlägt angesichts des Aufstiegs-Showdowns Mannschaftssitzung vor. So, wir können direkt aufsteigen. Quasi denen sagen, dass es egal wäre, wenn wir es verkacken würden. Wir sind besser als Hansa Rostock. Wir sollten gegen sie das benötigte Ergebnis holen, um noch auf den Aufstieg hoffen zu können. Dann schauen wir, was die anderen Ergebnisse sagen. Wir müssen natürlich gucken, was Schalke sagt. 19 fand es inspirierend, 3 fand es nicht inspirierend. Also gute Bilanz. Dann gucken wir in die Bundesliga. Wir sind wettquotentechnisch der Favorit. Oh, Bochum hat den Klassenerhalt. Mainz ist abgestiegen. Was ist da passiert am letzten Spieltag? Ach, da ist der 34. Spieltag schon gelaufen. Letzte Woche gab es einen Sieg. Freiburg besiegte Heidenheim mit 2:0. Köln gewann 1:0 gegen Union. Augsburg verlor 1:2 gegen Stuttgart. Darmstadt verlor 0:1 gegen Hoffenheim. Mainz spielte 1:1 gegen Dortmund. Bochum verlor 0:1 gegen Leverkusen. Bayern gewann 3:0 gegen Wolfsburg. Gladbach gewann 2:0 gegen Frankfurt. Und Leipzig gewann 1:0 gegen Bremen. Dann jetzt gestern. Leverkusen mit dem 1:1 gegen Augsburg. Dortmund gewann 2:0 gegen Darmstadt. Frankfurt spielte 1:1 gegen Leipzig. Heidenheim verlor 0:2 gegen Köln. Bremen 1:2 gegen Bochum. Hoffenheim 0:2 gegen den FC Bayern. Union 2:1 gegen Freiburg, Stuttgart 4:2 gegen Gladbach und Wolfsburg 1:1 gegen Mainz. Folgende Endtabelle: Bayern, deutscher Meister, 82 Punkte, dahinter mit 72 Punkten. Leipzig, dann Dortmund und Wolfsburg, das sind die 3 Champions League-Teams in der Euroleague. Leverkusen in der Conference League, Freiburg und bei Stuttgart. Was heißt das? Die spielen Qualifikation zur Conference League oder wie? Keine Ahnung. Dahinter auf 8 Gladbach, dahinter Frankfurt in der zweiten Tabellenhälfte. Bremen, Köln, Darmstadt, Hoffenheim, Union, Bochum. In der Relegation der Gegner wäre der FC Augsburg. Direkt abgestiegen Mainz und Heidenheim.
gucken wir mal einmal hier noch in das internationale Geschäft, was da so los ist. Europa League. Im Viertelfinale Ferencváros besiegte Olympiakos, Sporting Lissabon besiegte AS Rom, Liverpool besiegte Brighton und West Ham verlor gegen Atalanta. Im Halbfinale Liverpool besiegte Atalanta, Ferencváros verlor gegen Sporting Lissabon. Im Finale trifft Sporting Lissabon auf Liverpool. Wer war denn hier in der Conference League? Union, oder? Hier ist auch alles Europa League. Ne, Champions League waren die. Dann gucken wir in die Champions League. Champions League im Viertelfinale. Barcelona besiegte Lazio. Paris verlor gegen Newcastle. Man City besiegte Partenope. Arsenal besiegte Inter. Im Halbfinale Man City besiegte Barcelona. Arsenal besiegte Newcastle. Englische Dominanz, Arsenal gegen Man City im Finale. Und Conference League ist mir dann egal. So, Michel stimmt Lobeshymne auf Muslia an. Baumgart warnt Paderborn vor Perea. Babak hat sich verbessert, obwohl jedoch einige Pfeile nach unten zeigen. So, Frage von Martin. Jetzt kommt alles auf den letzten Spieltag der Saison an. Kann Ihre Mannschaft Paderborn das zum Aufstieg notwendige Ergebnis erreichen? Ich glaube, dass wir den Aufstieg packen können. Wir haben hart dafür gearbeitet und wollen das jetzt auch. Wir haben vor der Saison gar nicht so unbedingt mitgerechnet. So, Schalke spielt gegen Fürth. Wir brauchen einen Fürther Sieg und wir müssen Rostock besiegen. St. Pauli spielt gegen Wien Wiesbaden. Wenn wir gewinnen, kann es uns da egal sein. Aber ein Sieg von Wiesbaden würde uns natürlich auch helfen. So, Eye of the Tiger, Thrill of the Fight. Alle Spiele gleichzeitig. Wir haben es selbst. Zumindest die Relegation haben wir selbst in der Hand. So, wir gucken jetzt mal. Brakelmann droht die Gelbsperre. Würde die dann in die nächste Saison mit drüber genommen oder würde das verfallen? Das würde wahrscheinlich verfallen. Leipertz ist angeschlagen. Ich lasse ihn aber dennoch auf der Bank. Für ein paar Minuten dürfte er da durchaus noch was im Tank sein. So, Klefisch kommt rein in die Startformation wieder. Wird denn den Verein verlassen? Kruse wird den Verein verlassen, Hut offenbar auch. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viele Gedanken dran verschwenden, wer hier geht und wer nicht geht. Die meisten haben noch Vertrag. Kein Zombie ist wieder einsetzbar, der kommt dann auch ins Zentrum. So, Müller und Musio, Rohr. Ja, ich lasse den Rohr dann mal auf der Bank. Die Innenverteidigung hat das ja gegen Hamburg auch gut gemacht. So, Gelsen, Dala spielt von Beginn an oder Grimaldi? Ich lasse erstmal den Dala drin vorne. Vier Sterne noch neulich. Naja, so. Einmal tief durchatmen und dann den Sieg gegen Hansa Rostock. Wir haben jetzt schon 6 Spiele in Folge nicht verloren. Rostock ist auch eine kleine Paderborner Filiale. King Zombie, der Bruder von unserem King Zombie Pröger, ehemaliger Paderborner. Dann haben wir noch Vanderwerf ausgeliehen von uns. Vasiliades, ehemaliger Paderborner. Dann haben sie eigentlich noch ein paar mehr, die jetzt gerade nicht dabei sind. Ingelsson zum Beispiel. So, Kin Zombie in der Startelf, ja, doppelt sogar. Beim FC Hansa, für Hansa, ich weiß gar nicht, ob Hansa noch absteigen kann, aber auf Platz 14 ist das wahrscheinlich auch noch nicht gegessen. Also wir müssen damit rechnen, dass sie uns hier natürlich das Leben so schwer wie möglich machen wollen. Aber gut, man sollte ja auch nichts anderes erwarten bei einem Auswärtsspiel. Wir werden mit einem Auge drauf schauen, was auf den anderen Plätzen abgeht. Ich gucke jetzt einfach mal. Viertelstunde. So, Pauli führt schon 1-0, deswegen aktuell würden wir auf Platz 4 stehen. Das ist nicht irrelevant. Schalke führt, das ist beides nicht gut. Terodde bereits mit dem Treffer in der 2. Minute. Also wir müssen uns jetzt wenigstens den Relegationsplatz sichern. Und ja, Wien Wiesbaden. Und Kräuter führt. Sollten auch mal ein bisschen zulegen. Kin Zombie sieht gelb. Was ist das hier für ein Fotofinish? Ein spannendes Finale, kann ich mir kaum vorstellen. Kai Klefisch ist leicht verletzt. Da wollen wir auch nichts riskieren. Dann kommt Maxi Rohr für ihn rein. Zombie hat schon gelb. Oh, und King Zombie jetzt mal zusammen. Wir haben öfter zusammen gespielt, glaube ich. Es gibt hier nicht viele Torszenen. Wir fallen auf Platz 4. Halbe Stunde rum. Wie steht's auf den anderen Plätzen? Schalke führt 1-0. Pauli führt 1-0.
Leute, Leute, einmal anfeuern. 10 Minuten laufen, ein Remis ist hier zu wenig. Es sei denn, den Wiesbaden hilft uns. Schalke einzuholen müssen wir auf jeden Fall. Wenn ein umkämpftes Spiel, 0:0 zur Halbzeit. Wie steht es auf den anderen Plätzen? Schalke führt schon 2:0 und Pauli führt auch 2:0. Also wir sollten jetzt hier drauf gucken, dass wir selber gewinnen. Ansonsten enden wir hier auf einem bitteren vierten Platz. Rostock hat 4 Punkte Vorsprung vor Elversberg. Elversberg würde aktuell in die Relegation gehen. Also wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ich bin enttäuscht. Das ist zu wenig. Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung. Wir müssen unbedingt mehr machen. Wir müssen unbedingt auf Sieg gehen. Und dann gucken, dass wir in die Relegation gehen. Platz 2 dürfte schwer sein, dass er den Greuther führt. Schafft ihr noch eine Riesenwende. Perea. Den Ball gewinnen. Wie ärgerlich wäre das hier, die Saison auf Platz 4 zu beenden. Krake, Kolke, ja. Müller und da war das nicht ein Foul von Müller? Nee, zum Glück nicht. Wichtiger, ganz wichtiger Ballgewinn unseres heutigen Kapitäns. Gut hier wahrscheinlich mit seinem letzten Spiel für uns. Aber wenn man aufsteigt, jawohl, Relegation kann ja noch kommen. Muslio, jetzt Maximilian Rohr. Florent Muslia, hat er heute noch einen Geniestreich auf Lager? Muslia, Bilbia und Gelsen, Dahler wird geschickt, Dahler haut ihn rein! Ist das Tor in die Relegation? 7. Saisontor, Gelsen, Dahler. Ein chirurgisch präzise durchgeführter Konter hier. Das 1:0 zu Beginn der zweiten Hälfte. Und jetzt klettern wir zurück auf Platz 3. Jetzt kann uns egal sein, was St. Pauli macht. Wir sind auf 3. Schalke führt 2:0. Pauli führt 2:0. Für Rostock wäre es eigentlich auch egal. Die haben immer noch 3 Punkte Vorsprung vor Elversberg. Ich glaube, die könnten gar nicht mehr absteigen. Oder Elversberg liegt hinten. Ich glaube, Rostock braucht sich auch so keine Sorgen machen. Dann seid doch keine Spielverderber. Ich trinke auch einen Hansa mit euch. Muslia mit dem Assist, Dahler mit dem Treffer. Eine Gala von Dahler hier in den letzten Wochen. Halbe Stunde noch zu spielen. Der Kinzombi hat schon Gelb. Da möchte ich jetzt nichts riskieren. Für ihn kommt Hansen rein. So, und Hansen und Rohr tauschen mal die Plätze, weil der Hansen spielt ja meistens rechts. Jetzt habe ich noch einen Dreierwechsel. Den soll ich dann auch gleich nutzen. Den nutze ich dann jetzt auch. Der letzte Dreifachwechsel. Dann kommt Leipatz, auch wenn er angeschlagen ist, für Conte. So, bringen wir das hier über die Zeit. Dann wäre natürlich die Relegation gegen Augsburg noch ein gewaltiges Highlight. So, Obermeier kommt für Kurda. Und der letzte Wechsel dieser Saison gegebenenfalls. Natsch kommt für Bilbia. So, volle Power. Das hier über die Zeit. Ich feuere die Mannschaft an. Das Tor war klasse. So, jetzt gucken wir auf die anderen Ränge. Auf die anderen Plätze, wie es da steht. Schalke für 3:0, da brauchen wir nicht mehr drauf gucken. Schalke werden wir nicht mehr kriegen. Pauli für 3:1, die werden wir auch nicht mehr kriegen. Rostock kann es wohl egal sein. Ja, gehen wir in die Relegation. Das Torverhältnis macht den Unterschied. Bloß kein Rostocker Treffer jetzt hier. Macht lieber noch das 2:0. 10 Minuten noch. Die letzten 10 Minuten der regulären Saison. Ich feuere die Mannschaft nochmal an. Die letzten 5 Minuten laufen. Wie bitter wäre es, wenn wir jetzt den Aufstieg verzocken würden. Nochmal die Chance. Muslia jetzt ein 2:0. Fast der direkt verwandelte Freistoß. Und Maximilian Rohr. Nochmal Muslia. Muslia auf Niklas Natsch. Der ist gerade erst gekommen. Wackelmann. Jetzt das 2:0 und wir wären in der Relegation gegen den FC Augsburg. Muslia und... Nochmal, die letzten 2 Minuten. Jetzt ein 2:0 und dann wäre uns Platz 3. Und lieber zu dem Rohr schießt knapp vorbei. So, wir gucken noch ein letztes Mal auf die anderen Plätze. Schalke führt 3:0, Pauli führt 3:1. Wir müssen das Spiel hier selber gewinnen. Ein Rostocker Tor würde uns hier auf Platz 4 fallen lassen. Und Rostock kriegt hier vielleicht nochmal die Chance. Kolke, aber Nasch, wir holen uns den Ball zurück. So, jetzt nicht zur Eckfahne gehen, macht lieber das 2:0. Natsch und Dahler. Und Dahler schießt drüber. Das hätte die Entscheidung sein können. Die letzten 4 Minuten laufen. Ich feuere, ich kann nicht mehr reinrufen. Ich habe einen Maulkorb bekommen, die letzte Minute läuft. Bachmann sieht gelb und wir haben gewonnen. Wir sind in der Relegation, meine Damen und Herren. Das war das schöne Saison. Und die Saison geht in die Nachspielzeit. Wir spielen die Relegation gegen den FC Augsburg. Florent Muslia mit der Torvorlage, Gelsen Dahler mit einem wichtigen Treffer. Dahler war ja der beste Mann und ich bin zufrieden, ich bin erfreut.
Gut gemacht, Männer, das war ein schöner Sieg. Wir mussten richtig zittern, wir haben 1-0 gewonnen. Wir beenden die reguläre Saison auf Platz 3. Was war das für eine Saison? Düsseldorf gewinnt 2-1 gegen Magdeburg. Elversberg verliert 0-2 gegen Karlsruhe. Fürth verliert 0-4 gegen Schalke. Hannover spielt 0-0 gegen Kiel. Wir gewinnen 1-0 in Rostock. Der siebte Nicht-Sieg, der siebte Sieg, beziehungsweise das siebte ungeschlagene Spiel in Folge. So, das wollte ich sagen. Wir haben die letzten 7 Spiele 6-mal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Und das Unentschieden war gegen den HSV, der hier heute auch 1-0 gewonnen hat gegen Nürnberg. Der erste besiegt den 18. Kaiserslautern verliert 0-1 gegen Braunschweig. Osnabrück verliert 0-3 gegen Hertha. St. Pauli jetzt hier mit der bitteren Situation, dass sie hier deutlich 1-4 gewinnen gegen Wien Wiesbaden, aber die Saison auf einem bitteren 4. Platz beenden. Die Tordifferenz macht hier den Unterschied. Wir haben 65, Pauli hat 65, aber wir gehen in die Relegation gegen den FC Augsburg. Ja, die Unterklassige, die Zweitligamannschaft, die verliert meistens in der Relegation. Wir wollen es anders machen. Die erste Relegation zwischen zweiter und erster Liga, an der der SC Paderborn teilnimmt. Paderborn ist 2-mal auf Platz 2 aufgestiegen. Jetzt wollen wir über die Relegation zum 3. Mal in die Bundesliga. Hamburg und Schalke sind direkt aufgestiegen. Wir auf 3. In die andere Relegation geht der SV Elversberg. Direkt abgestiegen Osnabrück und Nürnberg. Für Osnabrück natürlich ärgerlich, punktgleich mit Elversberg. Und zwischen 4 und 15 stehen St. Pauli, Düsseldorf, Hertha, Wiesbaden, Hannover, Kiel, Braunschweig, Magdeburg, Kaiserslautern, Rostock, Fürth, Karlsruhe. Fantastisches Ergebnis, sagt Stefan Stolz. Da ist der Name Programm vor 19.000 Zuschauern. Rostock ist gerade, wir retten uns den Playoff-Platz, wir gehen in die Relegation. Der Vorstand ist erfreut, dass wir in der Relegation sind. Für Platz 3 erhalten wir 15,66 Millionen. Ja, dann sind die roten Zahlen aber auch erstmal weg. Und beim nächsten Mal gibt es die Relegation gegen den FC Augsburg am 23. Mai. Zunächst auswärts. Gibt es da die Auswärtstorregel noch oder gibt es die nicht mehr? Gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder? Gibt es die nur international nicht mehr? Wir spielen gegen Augsburg. Das wird natürlich schwer in der WWK-Arena vor 30.660 Zuschauern. Ja, die haben im Hinspiel Heimrecht. Danach geht es in die Home Deluxe Arena. Das alles gibt es beim nächsten Mal. Was wird das für ein Part beim nächsten Mal? Das war jetzt ja schon ein denkwürdiger, unglaublicher Part. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, und das ganz große Finale, das kommt ja noch. Relegation, Augsburg, Paderborn. Ich sehe Sie beim nächsten Mal. Good fight, good night. Lassen Sie gerne ein Abonnement da.